Gut, wir sehen Christians Füße und wir zeigen zwei Stretches und zwei eher koordinative Sachen zum Beleben der Zehen. Die Zehen sind einfach in den Schuhen sehr eingequetscht und sind dann sehr eng und da wollen wir gegenarbeiten. Und wichtig ist es auf jeden Fall, weite Schuhe zu tragen und viel barfuß zu sein. Und diese Zusatzübungen sind aber nochmal auch sehr, sehr hilfreich, um die Füße zu beleben. So, gehen wir in den ersten Stretch, bitte. Ihr seht, der große Zeh ist vorne, die anderen Zehen sind umgeklappt und dann nimmt Christian die Ferse zum Boden hin. Ja, und jetzt machen wir die Variante, also das zweite Gelenk, das mittlere Gelenk von den Zehen, das ist am Boden. So, das berührt den Boden. Okay, dann zeigt man die zweite Variante. Das ist auch wieder hier, das Gelenk berührt den Boden. Das heißt, wenn er jetzt nicht so flexibel wäre, dann müsste er viel höher bleiben mit der Ferse. Ja, aber ihr seht, Christian ist da, das ist schon viel gemacht. Er geht dann mit der Ferse zum Boden hin. Und jetzt sind die Zehen nach vorne. Er versucht auch nicht zur Seite auszubrechen, also dass er nicht irgendwie so ist, sondern dass er schön hier über der Linie drüber ist. Bumm. Das ist Nummer zwei. Das sind also unsere Stretches. Und jetzt kommt das eher Koordinative. Das erste ist, großer Zeh bleibt auf dem Boden und die anderen Zehen hebt ihr hoch. Genau. Macht es auch ruhig erstmal einen Fuß nach dem anderen. Das ist dann leichter, das anzusteuern. Genau, hoch und runter. Schön, ihr seht, der große Zeh bleibt auf dem Boden. Und dann umgedreht, die vier Zehen bleiben auf dem Boden und der große Zeh hebt ab. Wenn ihr das macht, dann beobachtet auch mal eure Finger. Kann sein, dass eure Finger dann seltsame Sachen machen, wie sowas. Und eure Zehen und eure Finger, die sind einfach sehr neuronal verbunden. Und es ist aber auch interessant, das entkoppeln zu können. Also da mit den Zehen Sachen machen zu können und mit den Fingern trotzdem entspannt bleiben zu können. Alright.